Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und auf meinen heutigen Gast freue ich mich eigentlich schon, seitdem ich meinen Podcast gegründet habe, denn ich habe heute Dr. Gerd Kommer zu Gast und wir sprechen über die Dämonisierung der ETFs, die ganzheitliche Betrachtung des Vermögens, wir sprechen über die neue Steuer auf ETFs und natürlich auch über Immobilien und noch viele andere Sachen. Und mir war es wichtig, dass ich in diesem Interview eben nicht so die ganzen Grundlagen abdecke. Die könnt ihr, wenn ihr wollt, in dem sehr, sehr guten Finanzfluss-Interview nachhören. Und ich wollte einfach ein paar andere Fragen stellen. Und ich hoffe, dass dir das Interview trotzdem Spaß macht. Ja, und diese Folge wird dir präsentiert von Zalon, der Personal Shopping Plattform von Zalando für den individuellen Geschmack. Lass dir auf Basis deiner Vorlieben von einem Stylisten eine Outfitbox schicken und probiere die Kleidung unverbindlich an. Du wählst nur, was dir gefällt und schickst den Rest kostenlos zurück. Und wenn du meinen Podcast schon länger hörst, weißt du, dass ich ein absoluter Shopping-Muffel bin und eher auf solche individuellen Beratungsangebote stehe. Und von daher habe ich auch schon alle ausprobiert und der Eindruck von Zalon ist mit Abstand am besten. Das fängt damit an, dass der Anmeldefragebogen sehr genau die persönlichen Vorlieben erfasst, egal ob Preis, Marken, Farben, Schnitt oder Muster, du kannst alles im Vorfeld festlegen. Ich stehe nicht sonderlich auf Hemden und Sakkos, sondern eher auf Kapuzenjacken und Sneaker. Und deswegen kann ich das, was ich nicht mag, von vornherein aus der Box ausschließen. Bevor deine zwei kompletten Outfits auf Reisen geschickt werden, hast du 24 Stunden Zeit, dir die Kleidungsstücke schon vorher online oder über die App anzuschauen und Sachen, die du nicht magst, gleich rauszunehmen. Dafür werden vom Stylisten Alternativen ausgewählt, die dann gleich in die Box kommen. So ist die Trefferquote bei der Auswahl gleich viel höher. Wenn auch du Zalon einmal ausprobieren möchtest, dann erhältst du mit dem Code Finanzrocker 25 Euro Rabatt auf deine erste Box. Geh einfach auf www.zalon.de/Finanzrocker und gib während des Bestellprozesses den Code ein. Der Code gilt für Deutschland und Österreich. Schweizer nutzen bitte den Code FinanzrockerCH. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Entdecken und wir gehen ab zum Interview. Auf geht's! Auf meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders, da er nicht ganz unschuldig daran ist, dass es meinen Blog und auch meinen Podcast überhaupt gibt. Sein Buch Souverän investieren war das erste Finanzbuch, das ich überhaupt gelesen habe und was mich auch nachhaltig geprägt hat. Und im Finanzrocker Podcast ist heute Buchautor und Vermögensverwalter Dr. Gerd Kommer zu Gast und wir wollen heute über ETFs, Vermögensverwaltung, Immobilien und viel mehr sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker Podcast, Herr Kommer. Ich freue mich, dass Sie heute da sind. Guten Abend, Herr Kort. Ich freue mich auch, bei Ihnen Gast sein zu dürfen. Sehr schön. Auch auf die Gefahr hin, dass die meisten Hörer Sie schon kennen und wahrscheinlich auch Ihr Buch gelesen haben. Vielleicht möchten Sie sich trotzdem noch mal kurz vorstellen. Gut, ich tue das gerne, werde mich aber kurz halten. Mein Name ist Gerd Kommer. Ich bin der Autor des Finanzbuches Souverän investieren und anderer Finanzbücher. Bin 55 Jahre alt, oder fast 55 nächsten Monat. Noch bin ich 54, habe vor ungefähr einem Jahr mein eigenes kleines Start-up, Finanz-Start-up gegründet hier in München, eine Honorarberatung. Davor war ich 24 Jahre bei Banken und Asset-Managern tätig, zuletzt 10 Jahre in London bei einem deutschen Asset-Management-Unternehmen. Habe dort die Niederlassung London geleitet und war zuständig global für den Geschäftsbereich Infrastrukturfinanzierung. Das alles hatte nichts zu tun mit ETFs und nichts zu tun mit Investieren für Privatanleger oder Finanzberatung von Privatanlegern, sondern war reines Großkreditgeschäft mit Firmenkunden, institutionellen Firmenkunden. Aber wie das so ist manchmal im Leben, nach langer Zeit möchte man was anderes machen, was Neues machen. Und ich wollte halt an der Stelle endlich mal mein eigenes Ding machen. Wenn ich jetzt, wann dann, also mit 54 ist es ohnehin schon recht spät. Und dann ergab sich einfach aufgrund von gewissen organisatorischen Änderungen im Unternehmen eine günstige Gelegenheit, einen Absprung zu wagen. Und den habe ich dann auch gewagt. So, und deswegen sitze ich jetzt hier. Und wie hat sich Ihr Geschäft jetzt entwickelt im ersten Jahr nach der Gründung? Es hat sich sehr gut entwickelt. Das werden wahrscheinlich die meisten sagen auf so eine Frage. Aber darf ich betonen, dass es ehrlich ist. Die Ansage und Aussage ist ehrlich. Es hat sich überaus erfreulich entwickelt. Ich habe
vor 2 Monaten meinen ersten Vollzeitmitarbeiter eingestellt, weil ich offen gesagt sehr unter Wasser bin, also einfach kaum hinterherkomme mit dem Neugeschäft und macht auch Spaß. Ich denke, der gute Start hat zwei Gründe. Zum einen vielleicht so eine Art Bekanntheitsbonus aus meinen Büchern. Das, denke ich, hilft mir ohne Zweifel. Aber der andere Faktor ist, dass einfach unglaublich viele vermögende Privatanleger in Deutschland und auch in den deutschsprachigen Nachbarländern existieren, die sehr, sehr sauer sind und enttäuscht sind mit und von ihren bisherigen Finanzberatern, Vermögensverwaltern, Bankkundenbetreuern und so weiter. Und ich darf also jetzt, glaube ich, ohne da aus zu sehr aus irgendwelchen Geheimnissen oder Geheimnisse ausplaudern zu wollen, darf ich sagen, also die meisten Mandanten bei mir haben, die sind zwar wirtschaftlich stehen die gut da, aber die haben oftmals erstaunlich viel Geld verloren mit traditioneller Finanzberatung, traditioneller Vermögensverwaltung. Und diese negative Erfahrung zusammen vielleicht mit dem Lesen des Buches hat sie dann zu mir gebracht. Und insofern kann ich man könnte fast zynisch sagen, über diese schlimmen Erlebnisse indirekt sogar noch froh sein. Okay. Sie beraten ja mit Ihrem Unternehmen vermögende Privatkunden, Family Offices, Stiftungen, aber auch kleine und mittelständische Unternehmen. Jetzt mal aus Privatanlegerperspektive, wie hoch muss denn mein Vermögen sein, damit ich zu Ihnen kommen kann und mir deine Beratung abholen kann? Eine Zahl, die in Stein gemeißelt ist, gibt es nicht, aber letzten Endes muss man trotzdem irgendeine nennen. Sie ist nicht in Stein gemeißelt, weil beispielsweise, wenn jemand in der Situation wäre, dass er heute eine kleinere Summe hat und dann kommt irgendwann in absehbarer Zukunft aus Erbschaften oder Boni oder Verkäufen von Immobilien und noch irgendwas dazu, dann könnte man ja auch kleiner anfangen. Aber letzten Endes ist die Zahl sicherlich, also die Zahl, die eine Art Mindestvolumen ist, von der ab es Sinn macht für meine Mandanten und letztlich auch für mich irgendwo in der Größenordnung von 350.000 Euro. Und wie darf ich mir so eine Beratung vorstellen? Also Sie haben ja trotzdem noch den ETF-Fokus dann auch in Ihrer Beratung dann drin, oder? Ja, durchaus. Ne? Die Beratung ist, sagen wir gerne, eine holistische Beratung. Die fängt an mit der Feststellung letztlich der Ist-Situation eines Mandanten, also der gesamten Vermögens- und wirtschaftlichen Situation eines Mandanten, einschließlich auch das berühmt-berüchtigte Humankapital. Wir haben dafür ein eigenes Tool entwickelt, in dem man so eine Art Bilanz, wie bei einem kleinen oder großen Unternehmen, eine Bilanz des Haushaltes, das sind ja oft dann mehr als nur eine Person, erstellt. In dieser Bilanz, in diesem Tool sind alle Vermögenswerte, auch Verbindlichkeiten, Schulden, sogar Eventualverbindlichkeiten, also Bürgschaften und Ähnliches, was es möglicherweise gäbe oder gibt, drin, auch Dinge, die nicht so leicht, Vermögenswerte, die nicht so leicht zu quantifizieren sind, wie Rentenansprüche, gesetzliche Rente, aber auch private Renten, Lebensversicherungen, das kann man alles mehr oder weniger Aufwand verbarwerten, in einer sozusagen Gegenwartsgeldsumme ausdrücken und kommt dann quasi zu einer Bilanz, auf der linken Seite die Assets, die Vermögenswerte stehen und auf der rechten die Quellen, also die Finanzierungsquellen, Fremdkapital oder Eigenkapital. Und das kann man alles mit oder ohne Humankapital betrachten und aus dieser Betrachtung ergeben sich oft interessante Einsichten. Auf dieser Basis entwickeln wir dann so letzten Endes eine Asset-Allokation. Ich überspringe jetzt einige Zwischenschritte, die dann in einen konkreten Anlagevorschlag mündet. Dieser Anlagevorschlag kann auch und wird häufig auch ETFs enthalten oder andere, ich nenne es jetzt mal Indexfonds und Assetklassenfonds. Ne? Ja. In Deutschland ist es manchmal so, dass, habe ich den Eindruck, die Indexing-Community glaubt, dass ETFs die einzigen Indexfonds sind. Das ist nicht ganz richtig. In den USA sind Indexfonds im traditionellen Fondsformat, also eben nicht börsengehandelte Indexfonds, dominieren immer noch den Markt, marktanteilsmäßig, mit über 50%, und ETFs sind sozusagen die Minderheit. Auch in Europa, in der Schweiz zum Beispiel,
eine gewisse Ausnahme, sind Indexfonds im traditionellen Fondsformat genauso verbreitet wie ETFs. Und dann gibt es noch sogenannte Asset-Klassenfonds. Das sind im Grunde genommen auch Indexfonds im traditionellen Fondsformat, also nicht börsengehandelte Indexfonds, bei denen allerdings der Index kein kommerzieller Index ist, wie zum Beispiel der MSCI World oder der DAX oder der S&P 500 und so weiter. So ein Index, den die Fondsgesellschaft selbst erstellt, ja, der zum Beispiel heißen North American Large Caps, ja, das wäre sozusagen das Äquivalent zum S&P 500. Ja. Im Grunde genommen exakt das Gleiche, aber heißt halt nicht S&P 500 und wird auch nicht von Standard & Poor's ermittelt und berechnet. Und das hat viele, viele Vorteile, diese Vorgehensweise. Unter anderem spart sich die Fondsgesellschaft die Lizenzgebühren für den Index. Das ist schon mal einer von vielen, vielen Vorteilen. Und diesen Kostenvorteil als Beispiel kann man natürlich auch an die Anleger weitergeben. Aber diese Asset-Klassenfonds sind ein bisschen oder sind sehr in Europa kaum verbreitet, in den USA stärker und werden auch nicht, glaube ich, im Allgemeinen auf dem Retail-Markt direkt vertrieben, sondern da muss man über sozusagen bestimmte Finanzberater gehen. Wir sind einer davon. Also das heißt, als normaler Anleger habe ich gar keine Möglichkeit, da rein zu investieren. So kategorisch würde ich das nicht ausformulieren. Es dürfte auf alle Fälle schwierig sein. Also ich wüsste jetzt keine, aber da gibt es alle möglichen Aussagen und manchmal auch Gerüchte über die Schweiz und keine Ahnung was, könnte man das machen. Das ist nicht illegal, also aber die Vertriebsseite dieser Gesellschaften, die Dimensional Fund Advisors, ist eine. Diese Fondsgesellschaften wollen halt einfach nicht, wie gesagt, das hat nichts mit Illegalität zu tun, überhaupt nicht, aber die Fondsgesellschaften wollen halt einfach nicht diese Produkte in bestimmten Märkten vertreiben, zum Teil, weil das nicht ihrem Geschäftsmodell entspricht, zum Teil, weil vielleicht für die Fonds gar kein deutsches Steuerreporting existiert. Ne? Man kann trotzdem in Fonds investieren, das ist nicht überhaupt nicht illegal, aber letztlich hat es steuerliche Nachteile und die Fondsgesellschaft will einfach nicht, dass solche Situationen entstehen. Ne? Und deswegen wird man diesen Fonds dann sozusagen auf den üblichen Plattformen und Finanzportalen und so weiter nicht begegnen. Aber ob's nicht doch irgendwie möglich wäre, es sei dahingestellt, ich weiß es nicht. Okay, dann ist mir gerade aufgefallen, Sie haben diesen ganzheitlichen Ansatz betont. Der spielt natürlich auch immer bei der Bankberatung auch eine Rolle. Da geht's ja auch um Zahlen, aber da geht's eben auch um Provisionen. Und dieser ganzheitliche Blick, den vergessen viele, also auch betriebliche Altersvorsorge, dann die gesetzliche Rente, dann die eigenständige Altersvorsorge. Viele achten da gar nicht so drauf, sondern fangen erstmal an. Wie wichtig ist es denn als Anleger, wirklich dann eine Bestandsaufnahme von allen Assets, die ich bisher angesammelt habe, zu machen und dann erst das Geld anzulegen? Grundsätzlich ist es unheimlich wichtig, Herr Korn. Sie haben es gut formuliert, finde ich. Richtig investieren bedeutet letztlich, ja, ganzheitlich investieren und vor allem alle Assets, also alle Vermögenswerte und natürlich auch alle Liabilities, alle Verbindlichkeiten zu berücksichtigen. Dazu gehören Dinge, die wir jetzt schon genannt haben, zum Beispiel den Anspruch, den man an die gesetzliche Rentenversicherung hat. Den kann man verbarwerten, also deiner heutigen Geldsumme ausdrücken und damit mit seinem ETF-Portfolio vergleichen. Nächstes Beispiel, noch wichtiger im Allgemeinen, also für alle, die noch nicht in den Ruhestand gegangen sind, das berühmte Human Capital. Das kann für jemanden, der, sagen wir mal, irgendwas studiert hat und 35 Jahre alt ist, kann das ohne weiteres über 1 Million betragen, weil dieser Mensch ja noch ein sehr langes Arbeitsleben vor sich hat. Und gleichzeitig hat dieser, nennen wir ihn jetzt mal, Lieschen Müller, die Dame, 20.000 auf dem Bankkonto oder in einem Depot, ne? Und ihr Kapital beträgt aber vielleicht 1,5 Millionen. Sie hat dann mal einen Rentenanspruch, sie hat vielleicht auch irgendwo eine kleine Lebensversicherung und so, aber all diese Assets sind ja unbedeutend gegenüber ihrem Humankapital. Und dann gibt's noch Erbschaften, die man, das klingt jetzt makaber, auch berücksichtigen könnte, die kann man mit Wahrscheinlichkeiten gewichten. Zum Beispiel, wenn jemand, ja, sagen wir mal, Vermögensanlage betreibt mit dem Ziel Altersvorsorge und, ja, nennen wir es jetzt mal finanzielle
Unabhängigkeit. Ich mag den Begriff nicht besonders, aber sehr geläufig neuerdings anstrebt, dann geht das nur, wenn man, aus meiner Sicht geht das nur wirklich gut, wenn man auch wirklich das gesamte Bild im Blick hat. Ja. Und da sind wir an dem Punkt, den wir gerade genannt haben. Okay, dann gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Das sogenannte Komma-Portfolio spielt ja in Ihrem Buch auch eine sehr, sehr große Rolle. Nun spreche ich ja mit meinem Podcast-Kollegen Albert Warnecke, dem Finanzvisier, auch häufig darüber, wie man denn am besten anlegen könnte, gerade wenn man noch nicht so viel hat. Und häufig kommt da zur Sprache, dass das sogenannte Komma-Portfolio viel zu groß ist, also viel zu fragmentiert auch, weil einige ETFs drin sind. Würden Sie denn sagen, bis 100.000 Euro braucht man das Komma-Portfolio in der Form, wie es im Buch steht, gar nicht umsetzen, sondern da reichen dann auch 2 oder 3 ETFs? Ja, also absolut. Da würden gerade bei einer Anlagesumme von bis zu 100.000 Euro auch 3 ETFs reichen. Sie, also im Buch selbst werden vereinfachte Vorschläge genannt, ne, die manchmal so ein klein bisschen zulasten der erwarteten Rendite gehen. Ja. Grundsätzlich ist das Weltportfolio, das wird manchmal so ein bisschen zu mechanistisch betrachtet oder zu dogmatisch, ist ein Grundkonzept, das in erster Linie darauf basiert, wirklich global zu diversifizieren. Mhm. Buy and hold, Kostenminimierung, möglicherweise dann nicht auf Basis reiner Marktkapitalisierungsgewichtung. Aber das sind mehr so allgemeine Konzepte, die muss man jetzt nicht, oder man muss das Weltportfolio nicht unbedingt mit 9 oder 10 ETFs umsetzen. Und wie Sie gerade erwähnt haben, es würde auch mit 3 ETFs gehen, zum Beispiel einem MSCI World. Und dann könnte man, weil in dem MSCI World die USA sehr hoch gewichtet sind, das wissen ja wahrscheinlich die meisten Hörer, über 50%, wenn einem das unbehaglich viel erscheint, ich habe da mit dieser Sichtweise eine gewisse Sympathie, dann könnte man einfach MSCI Europe oder was ähnliches, Stock 600, so einen europäischen Indexfonds dazu tun und auf die Art und Weise einfach den Europateil, den Westeuropateil höher gewichten und dazu noch ein Emerging Market ETF. Mhm. Das wäre eine sehr einfache Variante, das Weltportfolio umzusetzen. Wichtig ist, dann auch bei dieser Asset-Allokation zu bleiben und nicht jetzt, weil wieder mal Herr Müller, Mr. Dax im Fernsehen oder sonst wo gesagt hat, die Welt geht morgen unter und die USA wird es besonders schlimm treffen. Ja. Dann an dieser Gewichtung, die man einmal gewählt hat, rumzuschrauben, weil man glaubt, jetzt müsste man wieder mal einen Crash vermeiden oder umschiffen oder besondere Ertragschancen wahrnehmen. Das funktioniert meistens nicht. Mhm. Darf ich noch ergänzen? Die 5. Auflage von Souverän Investieren wird Anfang März 2018 erscheinen, also ja, so gute 3 Monate, noch 3,5 Monate von, oder ja, 3,75 Monate von jetzt angerechnet. Und eines der vielen Dinge, die dort anders sein werden, wird eben auch das Thema Komplexität sein. Also die Leser werden sehen, dass ich mich bemüht habe, in der neuen Auflage in dieser Hinsicht Dinge zu vereinfachen, wenn das bewusst ist, was Sie vorhin angesprochen haben. Es gibt auch noch sonst viele Änderungen im Buch. Das ist wirklich eine vollständig A bis Z überarbeitete Neuauflage. Grundprinzipien sind selbstverständlich noch die gleichen, aber vor allem der zweite Teil, der Umsetzungsteil, der ist schon sehr deutlich weiterentwickelt und ich hoffe verbessert. Okay, das heißt, das macht dann auch für Leser, die jetzt schon die 2., 3., 4. Auflage dann im Schrank stehen haben, durchaus Sinn, da dann nochmal zuzugreifen. Wenn ich jetzt sage ja, dann wird jeder sagen, klar. Also ein schlimmer Interessenskonflikt behafteten Menschen in dieser Hinsicht gibt es ja nicht als mich. Aber letzten Endes, wenn jemand sich für das Thema passive Investieren und Weltportfolio-Konzept und so weiter wirklich interessiert und mehr als nur 1.000 Euro investiert hat, glaube ich, lohnt sich diese Investition von ja knapp 30 Euro oder 30 Euro, Entschuldigung, 32 Euro. Mhm. Also es geht letztlich beim Investieren darum, Fehler zu vermeiden, die vermeidbar gewesen wären. Also wenn morgen der dritte Weltkrieg kommt und Ihr Portfolio drunter leidet, Herr Kort, dann war das kein Fehler, den Sie hätten vermeiden können. Ne? Also, ja. Aber es gibt eben andere Dinge, die sich negativ auf das Portfolio auswirken
und die man hätte vermeiden können. Also nicht nur im Sinne von Oberlehrer, ja, hättest du es gewusst, das hättest du wissen müssen, sondern die man wirklich hätte vermeiden können. Und da ist es, glaube ich, unheimlich wichtig, dass Menschen sich Finanzbildung aneignen und auch Zeit und ein bisschen Geld dafür investieren. Also ab und zu mal ein Buch kaufen. Im Allgemeinen lohnt sich diese Investition. Ja, jetzt habe ich Werbung gemacht, aber vielleicht kriegt sie auch der ein oder andere Leser in einer Bibliothek, die eine der früheren Auflagen gelesen hat. Und zum Schluss möchte ich noch sagen, ich habe 4 Ausgaben von Stocks in the Long Run und ich glaube 4 Ausgaben von A Random Walk Down Wall Street in meinem Bücherregal stehen hier hinter. Ja. Also, und die habe ich wirklich gelesen, ja. Weil ich diese Bücher einfach gut finde und wenn man etwas Gutes 2-mal liest oder 3-mal liest und vielleicht sogar auch noch in leichter Abwandlung, dann hat es oft einen ganz besonders großen Effekt. Das ist eine sehr gute Aussage. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Dann lassen Sie uns doch nochmal über Ihren Bestseller sprechen. Sie haben ja eben gesagt, die 5. Auflage kommt jetzt im März 2018 raus. Als Sie Ihr Buch vor, ich glaube, das sind mittlerweile 15 Jahren rausgebracht haben, die erste Auflage, konnten Sie sich da vorstellen, dass das Buch eine solche Popularität erlangt? Nee, das konnte ich nicht. Klein bisschen im Geheimen gehofft habe ich es natürlich schon, aber es lief ja auch am Anfang gar nicht gut, sogar furchtbar schlecht. Wenn ich nicht, glaube ich, intensiv nachgebohrt hätte, ich glaube 2007, dann 5 Jahre später kam die 2. Auflage beim Verlag, beim Campus Verlag, dann hätte der Verlag selbstverständlich das ganze Ding halt dann einschlafen lassen. Mhm. Und auch die 2. Auflage war jetzt nicht unbedingt der Knaller. Fußnote, bitte, liebe Zuhörer, glauben Sie nicht, dass man durch das Verfassen von Finanzbüchern schnell reich wird. Okay. Mit ganz, ganz wenigen, nicht mal 1%, glaube ich. Aber war ja auch mehr Hobby und Idealismus und hat mir selbst geholfen, mich selbst als Investor weiterzubringen. Und ich glaube, so ab der Finanzkrise, möglicherweise 2008, 9, 10, zogen die Verkaufszahlen dann an. Mhm. Ich glaube, weil viele Anleger in der Finanzkrise nochmal merkten, aktiv investieren funktioniert meistens nicht. Mhm. Und selbst in der Finanzkrise hat es nicht funktioniert oder hat es noch schlechter funktioniert als gar nichts tun oder eben passiv investieren. Und gleichzeitig wurde in den Medien immer häufiger von ETFs, von passiv investieren, von Fonds, die ihre Benchmarken schlagen, berichten von den Skandalen in der Finanzbranche, die ja im Zuge der Finanzkrise sehr viel Prominenz in den Medien bekamen, ne, von gierigen Bankern und Beratungsfehlern und ja. Kommunen, die sich am Swap-Markt verspekuliert hatten und so weiter. Und ich denke, dieses Hintergrundgeräusch, dieser Rückenwind in den Medien plus eben die schlechten Erfahrungen, die viele gemacht haben mit traditionellem Investieren, haben dann das Buch letzten Endes ein bisschen nach Buchauflage nach vorne gebracht. Und 2016 hat es dann sogar den Deutschen Finanzbuchpreis gewonnen. Mhm. Hat auch nochmal geholfen. Ja, aber Sie gehen ja auch sehr wissenschaftlich dann an das Thema ran. Welchen Einfluss, würden Sie sagen, hat das dann auch auf die Glaubwürdigkeit der Aussagen, die Sie da tätigen? Ich glaube, das hat deswegen tue ich es auch, eine positive Auswirkung. Also ich möchte nach Möglichkeit in dem Buch nichts Wichtiges sagen, ohne es durch Züge und Literaturangaben und so weiter zu belegen. Klar gibt es natürlich so ein paar oder vielleicht sogar auch eine Menge Aussagen, die sind so selbstverständlich und trivial, gleichzeitig aber auch wichtig und wahr, dass man sie jetzt nicht nochmal belegen muss. Mhm. Alles, was eben nicht ganz trivial und ganz selbstverständlich ist, das möchte ich belegen, weil ich einfach denke, die Leser haben einen Anspruch darauf, nicht nur Thesen und Behauptungen und Hypothesen zu hören. Und genau das ist es, dass aus meiner Sicht 60-70% des Inhalts eines normalen Finanzratgeberbuches ausmacht. Nämlich also 50-60-70% sind einfach nur Thesen, Hypothesen. Da sagt einer, Gold ist ein gutes Investment, ja. Oder Dividendenaktien sind
besonders attraktive Aktien. Ja, leider gibt es darüber überhaupt keinen Konsens in der Wissenschaft, also über diese beiden Punkte jetzt als Beispiel. Mhm. Und ich finde, jemand, der sich finanziell weiterbilden möchte, hat einen Anspruch darauf, von mir als Autor zu hören, das ist gut wissenschaftlich belegt, diese Aussage, oder diese Aussage ist überhaupt nicht wissenschaftlich belegt, das ist nur meine Meinung. Oder drittens, es gibt hier keinen Konsens. Es gibt viel Literatur, aber keinen Konsens. Und das wäre, wenn ich über Darmkrebs schreiben würde, da gibt es irgendein Bestsellerbuch über den Darm, ne? Man soll es kaum glauben. Also ein medizinisches Thema ja nicht anders. Ja. Also Finanzgesundheit und medizinische Gesundheit haben viele Parallelen, und es ist wirklich schade, dass viele Autoren einfach völlig verzichten darauf, außer da, wo es zufälligerweise mal klappt oder ihre eigene Meinung zufälligerweise mal stützt, die Wissenschaft mit ins Bild zu bringen. Mhm. Versuche ihn in dem Buch manchmal vielleicht sogar einen Schnaps zu viel. Ich habe da auch schon ab und zu mal Kritik gehört. Ah, da sind viel zu viele Fußnoten und alles zu trocken. Aber gut, das ist halt die Nische, die das Buch besetzt. Mhm. Ja, auch sehr gut besetzt, ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Also wenn ich mich da an den Kapitalgipfel in München erinnere, da hatten sie ja die größte Traube dann nochmal rum von Leuten, die wirklich auch diese Wissenschaftlichkeit gelobt haben. Nett, dass Sie das sagen. Ja, doch, das hat man schon gemerkt. Also der Finanzvisier stand ja neben Ihnen und da war die Traube deutlich kleiner. Aber bei Ihnen war sie am größten. Nein, bei mir war sie am kleinsten, weil ich ein aktiver Anleger bin. Oder bei Christian Röhl genauso. Und da gab es dann schon Unterschiede, auch beim Publikum. Ja, also ja. Mittlerweile ist es ja so, Sie haben es ja auch gesagt, mit der steigenden Auflage von souveränen Investieren sind auch immer mehr Banken auf diesen ETF-Zug aufgesprungen und haben dann kostenlose Sparpläne angeboten auf bestimmte Anbieter und Produkte. Neuerdings gibt es diverse Webinare, wo den Leuten dann auch beigebracht wird, welche ETFs wichtig sind, finanzielle Grundbildung, alles, was dazugehört. Wenn man sich jetzt aber den Markt so ein bisschen anschaut, dann merkt man, dass da ein ziemliches Ungleichgewicht bei den ETF-Anbietern auch herrscht. Also es gibt die drei großen, das sind iShares, DBX-Trackers und Luxor, die einen sehr großen Einfluss haben. Andere wie ComStage machen hingegen kaum Umsatz, und es wird ja auch gemunkelt, dass die Marke dann auch verkauft wird. Wie sehen Sie dieses Ungleichgewicht und diese Entwicklung auch? Also letztlich sind ETFs eine Commodity, ne? Nicht im Sinne von Rohstoff als Asset-Klasse, sondern Commodity so im betriebswirtschaftlichen Sinne, also eine Massenware. Ja. Das ist überhaupt nicht negativ, ne? Ich bin ja ein absoluter Fan und Verfechter von ETFs. Aber letzten Endes spielt beim ETF die Marke, der Brand keine Rolle. Das sind alles Sondervermögen, ne? Ob die Company nun iShares heißt, also der ETF-Sponsor, Emittent ist eigentlich nicht das richtige Wort. Das ist ja keine Emission wie eine Aktie oder eine Anleihe. Mhm. Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares heißt, oder Zacharias Sampel Fondsgesellschaft spielt keine Rolle. Also die Struktur ist die gleiche, sie ist auch gleich sicher, und über alle anderen Merkmale wie zum Beispiel Kostenquoten oder Referenzindex selbstverständlich und Abbildungsmethode, ne, physisch oder per Swap / synthetisch und so weiter, kann man sich gut informieren. Also der Name letzten Endes spielt keine große Rolle. Mhm. Und wir haben weltweit und auch in Europa wahrlich genug Wettbewerb, wo das manchmal wird das Gegenteil behauptet, weil ja iShares angeblich die Weltfinanzmärkte übernehmen wird. Völliger Unsinn. Und also wir haben genug Wettbewerb, das kann man daran sehen, dass die Kosten von Indexfonds und ETFs als einer Form von Indexfonds seit es ETFs gibt, seit 24 Jahren, kontinuierlich sinken und viel, viel schneller sinken als im aktiv gemanagten Bereich. Mhm. Alle möglichen Gebühren, die es dort gibt, und auch keinen Anschein geben von aufhören zu sinken. Also der Preiskrieg findet tagtäglich statt zum Wohle der Anleger. Mhm. Und dann kommt ja noch hinzu, dass zwei von den drei Firmen, die Sie vorhin genannt haben, Luxor und DBX Trackers weltweit keine besonders große Rolle spielen. Mhm. Die sind halt in Deutschland vor allen Dingen und etwas weniger in Europa mit vorne, aber
in den viel größeren amerikanischen Indexfonds- und ETF-Markt spielen die DXTrackers und Luxor keine große Rolle. Dort sind die zwei Runner-Ups sozusagen zu iShares, nämlich Vanguard und State Street, ja, die ja auch in Deutschland präsent sind. Vanguard jetzt erst neuerdings, das ist auch eine erfreuliche Entwicklung, ist auch wieder ein bisschen ein Zeichen von diesem funktionierenden Wettbewerb. Und Anleger sollten sich freuen, dass es viele ETFs gibt, manchmal sogar zu viele, also 15 DAX-ETFs. Da muss man sich schon fragen, ist das unbedingt notwendig? Aber so ist es halt. Brauchen wir uns jetzt nicht drüber zu beschweren. Wenn es kein DAX-ETF gäbe, das wäre ein Grund, sich zu beschweren. Und es kommen ständig neue raus. Viele sind aus meiner Sicht überflüssig, aber wenn Sie ein paar Skier oder einen Tennisschläger kaufen wollen, gibt es natürlich auch viele, die aus Ihrer Sicht überflüssig sind. Ne? Also das müssen wir immer anerkennen, dass niemand hier der Papst ist und sagt, was zulässig ist und was nützlich ist und so weiter. Also eine gewisse Vielfalt ist gesund und okay, macht den Markt manchmal ein bisschen unübersichtlich, aber es ist halt so in der Marktwirtschaft. Interessant finde ich das. Also es gibt ja viele Comdirect-Kunden, die bisher immer davon profitiert haben, dass sie jetzt gerade auch von Comstage einen kostenlosen Sparplan bekommen. Und die Comdirect ändert das ja jetzt ab Januar und das war ein riesengroßer Aufschrei. Das war jetzt auf dem Finanzbarcamp auch ein großes Thema. Ich erlebe das auch sehr häufig, wenn ich jetzt mit anderen Lesern, Hörern spreche, das Thema Kostenlos-Mentalität, gerade auch beim Sparplan, ist für viele sehr, sehr wichtig. Spielt es denn bei der Geldanlage wirklich so eine zentrale Rolle, dass man da einen kostenlosen Sparplan hat? Kostenminimierung spielt schon eine große Rolle, das ist klar. Ich glaube, das wissen alle Hörer, ne? Das ist der umgekehrte Zinseszinseffekt. Allerdings gibt es in Deutschland schon so ein bisschen die Mentalität, dass bestimmte Dinge halt wie ein Girokonto oder ein Sparplan, es muss immer umsonst sein, um Gottes Willen, sonst geht die Welt unter. Ich kann Ihnen versichern, dass es in anderen Ländern, zum Beispiel die Kontoführung als Paradebeispiel, also von allen Ländern, in denen ich bisher gelebt habe, teurer ist als in Deutschland. Ja. Beim Sparplan würde ich meinen, dass man schon viel erreichen kann, indem man die Ausführung eben nicht mehr auf monatlicher Basis erzwingt, wenn Sie so wollen. Ne? Also sarkastisch, weil man im Monat, darum Sarkasmus bitte nicht falsch verstehen, halt 100 Euro nur zusammensparen kann. Und ich freue mich für jeden Menschen, der das kann, bitte nicht falsch verstehen. Aber 100 Euro ist halt für sich genommen kein Vermögen. Und wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich lasse zum Beispiel ein ganzes Quartal zusammenkommen, dann und stelle die Ausführungshäufigkeit des Sparplans dann halt auf Quartal ein, dann kann die Kostenrelation schon deutlich besser sein. Also da pro Ausführung 2 Euro zahle oder was auch immer, dann sieht es günstiger aus. Klar, umsonst ist am allerbesten. Das wird niemand begleiten. Ne? Ja, mir ist es halt aufgefallen, weil die Diskussion, die bauschte richtig auf. Und letztendlich sind das ja auch nur Marketingaktionen der Banken dann, diese kostenlosen Sparpläne auf bestimmte Anbieter. Und das ändert sich ja dann häufig dann auch wieder. Oh ja, also ich bin also wirklich kein großer Freund von Festgeldhopping oder Tagesgeldhopping. Das ist alles lächerlich und lenkt von den wirklich wichtigen Dingen ab. Und diese Loss Leaders und Lockvogelangebote, darüber sollte sich jeder im Klaren darüber sein, dass das vermutlich nicht langfristig funktionieren wird. Und man sollte vielleicht ab und zu auch mal anerkennen, dass natürlich diese Infrastruktur bereit zu stellen, also die Infrastruktur einer Bank für Verkehr und für Vermögensverwaltung. Ne? Ich bin der Letzte, der also hier die Banken zu verteidigen hat, möchte. Aber es ist schon wirklich so, dass diese Infrastruktur bereitzustellen Geld kostet und irgendwo müssen diese Banken das Geld verdienen. Und der Internationale Währungsfonds, IMF, sagt seit Jahren, dass in Europa eine neue Bankenkrise kommen könnte. Ne? Wollte deswegen hier nicht irgendwelche Prognosen verbreiten, das ist Unsinn. Aber der europäische Bankensektor ist ungesund und einer der vielen Gründe, warum er sehr ungesund ist, ist, dass in Europa Banken nichts verdienen. Das wird kaum einer glauben wollen, ne? Weil sie sind chronisch unprofitabel. Und der Platzhirsch in Deutschland, Deutsche Bank, ist ein gutes Beispiel. Ja. Ich habe sehr viele Leser und Hörer,
die mich immer wieder darum bitten, dass ich mal auf die negativen Aspekte der ETFs eingehe. Die positiven Aspekte, die kann man ja immer wieder hervorstellen. Es ist günstig, man ist breit aufgestellt, es ist relativ einfach, auch mit dem Sparplan da zu investieren. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Medien, die dann sagen, ja, ETFs können für ein systemisches Risiko sorgen, gibt einen gefährlich hohen Marktanteil, wenn ganz viele da rein investieren und nicht mehr in aktive Fonds oder in Einzelwerte dann investieren. Was würden Sie denn sagen, was sind denn tatsächlich negative Aspekte von ETFs? Sehr, sehr guter Punkt, Herr Kort. Also letztlich muss man zwei Dinge unterscheiden. Zum einen diese systemischen Themen, systemische Risiken, die angeblich durch die Zunahme des Marktanteils von Indexfonds, ETFs, wieder als eine Form von Indexfonds entstehen können. Und auf der anderen Seite die Strukturrisiken, die bestimmte kollektive Investmentvehikel, also ETFs in dem Fall, haben. Und zwei verschiedene Dinge. Kommen wir zu Worten zuerst, die Strukturrisiken. Und da wird eigentlich am häufigsten werden Swap-ETFs genannt. Dann gibt es noch Leveraged ETFs oder Leveraged ETFs und Short ETFs. Aber bleiben wir jetzt mal einfach bei den Swap ETFs, also den ETFs, die ihren Referenzindex nicht durch physische Investments in die Wertpapiere, Aktien oder Anleihen replizieren, sondern über eine sogenannte Swap-Konstruktion. Also wenn ich mich richtig erinnere, dann ist der Marktanteil von Swap ETFs weltweit unter 10%, vielleicht sogar unter 6%. Ich könnte mich da täuschen, also das sage ich jetzt nur aus der Hüfte geschossen, aber er ist sehr klein. In den USA sind Swap-ETFs so gut wie nicht existent, also sind nicht zugelassen für Privatanleger. Im institutionellen Bereich sind sie auch, soweit ich weiß, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, die historische Gründe haben, nicht mehr präsent. Und dieser Marktanteil von kleiner 10% oder kleiner 6%, irgendein Hörer wird es wahrscheinlich besser wissen als ich, der schrumpft auch noch seit Jahren, also der ist klein und schrumpfend. Und drittens, seit es Swap-ETFs insgesamt gibt, seit 24 Jahren, seit 1993, und Swap-ETFs seit 15 Jahren, schlag mich tot, irgendwie in der Kante, ist nach meinem Wissen, und ich freue mich über jeden, über einen Leser oder Hörer, der mir eine E-Mail schickt und mir sagt, Herr Kommer, Sie täuschen sich da, aber nach meinem Wissen ist noch nie einem Privatanleger weltweit aus der Swap-Struktur oder überhaupt der ETF-Struktur ein Schaden entstanden. Ja, ich meine damit natürlich nicht Marktrisiken. Ne? Wenn der Markt crasht, dann haben Anleger Schäden. Aber aus der rechtlichen Struktur des ETFs ist noch niemandem ein Schaden entstanden. Und das schließt eben Swap-ETFs mit ein. Ich bin kein so besonders großer Freund von Swap-ETFs, aber Fakt ist, die Struktur ist weit weniger risikoreich, als sie oft dargestellt wird. Und Fakt ist auch, dass, wie gesagt, noch niemand daraus ein Schaden entstanden ist. Und oftmals wird, wenn ich so höre, zum Beispiel die Tatsache, dass ein Swap-ETF eben nicht in die Wertpapiere, die der Referenzindex impliziert, ne? Also zum Beispiel ein DAX-ETF, wenn das auf der Swap-Replikationsmethode basiert, dann wird das Anlegergeld eben gerade nicht in DAX-Aktien investiert, sondern zum Beispiel in deutsche Staatsanleihen. Und daraus per se soll ein Risiko resultieren. Das ist nicht richtig. Also ob ich 1.000 Euro in US-Dollars investiere, die jeden Tag sozusagen neu bewertet werden, und es muss sichergestellt werden, dass es immer 1.000 Euro sind, egal was der Wechselkurs ist, oder in Schweizer Franken, spielt ja keine Rolle. Also solange ich immer genug 1.000 Schweizer Franken habe, dass es eben 1.000 Euro sind. Ne? Und wenn das einmal täglich sichergestellt wird oder noch häufiger, sehe ich da. Also, obwohl ich kein Freund von Swap-ETFs bin, aber ich möchte fair sein, nicht das gigantische Risiko. Und was die systemischen Risiken anbelangt, also der andere Teil, den Sie vorher genannt haben, dass also ETFs oder Indexfonds oder passiv investieren, also den Weltkapitalismus schädigen oder in den Untergang bringen, zum Umkippen bringen könnte und so weiter. Das ist alles wirklich grotesk aus meiner Sicht. Ich habe dazu auch ein paar Sachen geschrieben. Fängt schon damit an, dass hier wirklich wild mit unklaren Definitionen umhergeworfen wird. Also der Marktanteil, der sogenannte Marktanteil von passiv investieren, ne?
Also ETFs sind wiederum nur eine Untermenge dieses Marktanteils, ein Teil von passiv investieren. Aber wenn wir passiv investieren richtig definieren, korrekt definieren und nicht alles Mögliche da reinschmeißen in diesen Pott, sondern richtig definieren und auch beziehen auf sozusagen die richtige Grundgesamtheit. Was ist denn überhaupt der Markt, über den wir sprechen? Und wenn man sich dieser sagen wir mal, Disziplin, einfach mal die Begriffe und die Phänomene, über die man hier spricht, korrekt zu definieren, korrekt zu beschreiben, korrekt zu messen, wenn man sich dieser Disziplin mal unterzieht, ohne vorgefasste Meinung und ohne Tendenz und da auch ein bisschen Arbeit investiert und nicht Dinge aus der, ich sag's jetzt mal, Bild-Zeitung abschreibt, dann wird man zu dem Ergebnis kommen, dass der Marktanteil von passiv investieren extrem klein ist. Also vermutlich unter 2% der globale Marktanteil, wohlgemerkt, nicht der Marktanteil im USA Mutual Fund Market. Ja. Und da Kapitalmärkte und Finanzmärkte wirklich globale Märkte sind, bringt es nichts, Marktanteile in den USA auszurechnen und daraus irgendwelche Systeme oder in einer Finanzproduktkategorie in den USA auszurechnen und daraus irgendwie eine Verallgemeinung auf Deutschland oder auf den Rest der Welt zu ziehen. Ne? Hier gegenüber von unserem Büro in München in der Sendlinger Straße gibt es einen Starbucks-Coffeeshop. Mhm. In der ganzen Sendlinger Straße, das sind so 500 Meter ungefähr in der Fußgängerzone, gibt es nur noch einen anderen Coffeeshop oder ein anderes Café. Jetzt könnte ich behaupten, dass Starbucks hier in der Sendlinger Straße einen 50-prozentigen Marktanteil hat und daraus für mich als Konsument natürlich unheimliche Gefahren entstehen. Und Sie wissen, ich glaube, Sie wissen, was ich damit sagen will. Ja. Sicherlich, weil die Sendlinger Straße, glaube ich, nicht die richtige Bezugsgröße ist. Ja, das war jetzt aber ein sehr gutes Beispiel, wo man sich auch viel darunter vorstellen kann. Lassen Sie uns doch nochmal auf das Thema Steuern eingehen. Ab 2018 gibt es eine neue Steuer, die steuerhässlichen ETFs praktisch ersetzen soll. Aber das ist eine sehr komplexe Berechnung, die sehr viele abschreckt und auch für viel Unsicherheit gesorgt hat. Gibt es denn für Anleger irgendeinen Vorteil mit dieser neuen Steuerrichtlinie? Ja, diese neue Steuer hat eine schlechte Publicity bekommen. Steuern sind generell kein populäres Thema, glaube ich. Und die Bundesregierung, die letztlich dieses Produkt vertreibt, finde ich jetzt ein bisschen sarkastisch wieder, die hat sich da nicht groß kümmert darum, dass die Kommunikation an die Kunden gut läuft. Lange Rede, ohne Sinn. Also diese neue Steuer, was im Normalfall für den normalen Kleinanleger wie Sie und mich, privaten Kleinanleger anbelangt, hat für keiner Steuererhöhung. Sie ist, wenn man sich die Mühe macht, irgendwelche, sagen wir mal, Artikel, die das Ganze auseinanderdröseln und versuchen auseinanderzudröseln, sie erscheint außerordentlich kompliziert. Also die Formel für die Besteuerung von thesaurierten laufenden Erträgen oder Dividenden in erster Linie, das erscheint unheimlich kompliziert, führt aber Punkt 1 nicht zu einer Steuererhöhung gegenüber dem Status quo. Ich glaube, das ist das Wichtigste aus Investor-Perspektive. Solange das Zinsniveau so niedrig ist, wie es derzeit ist, ist es sogar nach meinem Wissen eine geringe Steuersenkung. Also thesaurierte Dividenden werden etwas steuerlich begünstigt gegenüber ausgeschütteten Dividenden in der Zukunft. Dividenden, muss ich präziser sagen. Aber der Unterschied ist nicht sehr groß. Wichtig ist, es kommt nicht zu einer Verschlechterung. Die Formel, die dahinter steckt, ist ein bisschen kompliziert. Das ist der zweite Punkt. Aber da kümmert sich eigentlich die Depotstelle, sofern sie im Inland liegt, darum. Und der Anleger muss das nicht unbedingt verstehen. Er kann sich natürlich darüber informieren und ich wünsche das auch jedem, dieses Interesse, aber es ist nicht unbedingt zwingend nötig. Also die Bank, die Depotstelle im Inland wird die Steuer berechnen und einbehalten für den Fiskus und es entsteht kein steuerlicher Nachteil gegenüber dem Status quo. Die einzige oder die Ausnahme hiervon sind diese berühmten Altfälle, also Fondsanteile, die vor 2009 gekauft wurden. Dort gibt es eine Verschlechterung, weil die Steuerfreiheit für Kursgewinne bei diesen alten Fondsanteilen wird jetzt gekappt.
gekappt auf einen Höchstbetrag. Ich will Sie die Details jetzt da ersparen, aber die meisten, oder ich nehme mal an, die meisten Zuhörer werden wenig solche Fondsanteile haben in ihrem Portfolio, die vor 2009 gekauft wurden. Und selbst wenn sie welche haben, sofern sagen wir mal, der Betrag, der Wert, der derzeitige Wert dieser Anteile jetzt nicht über 10.000, 20.000 Euro liegt oder vielleicht sogar 30.000, 40.000 Euro liegt, wird sich diese Kappungsgrenze, von der ich vorhin gesprochen habe, vermutlich auch nicht wirklich auswirken. Aber was sich auswirken wird, ab 01.01.2019 müsste ich ja dann immer genug Geld auf dem Konto haben, weil dann wird ja diese sogenannte Vorsteuer dann fällig. Richtig, ja. Also Sie haben sich, glaube ich, versprochen, 01.01.2018, Sie sagten 2019. Ja, aber der erste Abzug, der erfolgt doch erst 2019. Die Berechnung erfolgt 2018 und auf der Maßnahme dann ab 2019. So habe ich das jetzt verstanden. Sie haben recht, jetzt muss ich mich korrigieren, Entschuldigung. Genau, also die Steuerreform selbst tritt am 1. Januar 2018 in Kraft. Aber tatsächlich, Sie haben recht, bei thesaurierten Fonds ist das Kalenderjahr das sozusagen das Steuerjahr. Und dementsprechend kann dieser Effekt am 1. Januar, Anfang Januar 2019 zum ersten Mal wirken. Da ist es tatsächlich so, wie Sie das richtig angedeutet haben, dass die sogenannte Steuerliquidität, also sozusagen die Steuerschuld auf diese thesaurierten Dividenden, die muss der Anleger, der Privatanleger, nun selbst aus seinem, wenn Sie so wollen, übrigen Vermögen bezahlen. Ne? Also mir ist das vielleicht habe ich das deswegen vorhin nicht erwähnt, weil ich persönlich der Meinung bin, also um Gottes Willen, es ist linke Tasche, rechte Tasche, ob das aus meinem Fondsvermögen, aus meinem Depot entnommen wird, also das, was ich an Steuern zu zahlen habe, oder ob ich von meinem Gehaltskonto, Girokonto jetzt diese Steuerschuld auf das Depotkonto, Verrechnungskonto oder wie immer das heißt, dann einmal im Jahr überweise. Also es ist immer mein Geld. Ne? Ich zahle deswegen ja nicht mehr Steuer. Aber es ist etwas, um das man sich kümmern muss. Und da wird einen die Bank dann schon dran erinnern, wenn man das nicht vorsorglich getan hat. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt nochmal zum zweiten großen Thema von Ihnen, nämlich dem Thema Immobilien. Das ist ja für viele Deutsche auch so das Thema bei der Vermögensbildung. Und Sie haben ja auch einen Bestseller geschrieben und haben den auch nochmal ein bisschen verfeinert. Also Kaufen oder Mieten ist ja der Bestseller und Sie haben das Ganze nochmal verfeinert mit dem Thema Immobilienfinanzierung für Selbstnutzer. Wann würden Sie denn sagen, wann lohnt sich tatsächlich aus Renditeaspekten eine Immobilie zu kaufen? Also Immobilien als Renditeobjekte könnte man sehen zur Selbstnutzung oder zur Vermietung. Für Privatanleger wie Sie und mich, die jetzt nicht mehrere Millionen anzulegen haben in Immobilien, halte ich Vermietungsobjekte für keine gute Idee. In Kaufen oder Mieten, obwohl das Buch eigentlich sich an Selbstnutzer richtet, gibt es auch einen Abschnitt, der erklärt und erläutert, warum das keine gute Idee ist. In wenigen Sätzen gesagt ist es, Sie als privater Kleinvermieter, das ist so die Terminologie des Statistischen Bundesamtes, konkurrieren Sie eben mit gewerblichen Vermietern, also Großvermietern. Der größte Vermieter in Deutschland ist die Vonovia AG, sein Mitgliedsindex, ein Immobilienunternehmen, das 600.000 Wohnungen besitzt und verwaltet. Ja. Und mit der Vonovia AG, wenn Sie jetzt, Herr Kort, in Kiel irgendwo eine kleine Einzimmerwohnung kaufen, ich ziehe es jetzt bewusst ein klein bisschen ins Lächerliche, für meinetwegen 150.000 Euro und vermieten die an eine Studentin oder wen auch immer. Sie konkurrieren letzten Endes mit der deutschen Vonovia AG und anderen solchen Unternehmen. Ja. Die deutsche Vonovia AG und ihre Mitwettbewerber, die nicht eine kleine Wohnung kaufen, nur mit 60 Quadratmetern wie Sie, Herr Kort, sondern die 1.000 Wohnungen zusammenkaufen oder mehrere hundert auf alle Fälle oder bauen, das spielt keine Rolle. Ne? Die haben überall einen riesengroßen Kostenvorteil. Ich glaube, ich brauche das nicht weiter ausführen. Und zwar beim Kaufen von allem, also wirklich Baumaterial, Grundstück, Architekt, alles. Das einzige kleine Element, wo sie sozusagen auf fairer Spielwiese mit der Vonovia AG und ähnlichen
konkurrieren, ist die Grunderwerbsteuer. Aber das und später die Grundsteuer. Die Grundsteuer ist selbst fast unbedeutend und die Grunderwerbsteuer ist zwar nicht unbedeutend, aber die macht den Kohl hier nicht fett. Und das zieht sich fort über die sozusagen Lebensphase der Immobilie, die Betriebsphase. Auch während des Betriebs hat ihr Konkurrent, also der gewerbliche Vermieter, ungeheuerliche Steuer- und ja, Steuervorteile. Das kann man ein bisschen differenzierter sehen, aber auch Steuervorteile, insbesondere eben Betriebskostenvorteile. Und die jeder weiß, der ein bisschen BWL studiert, der Kostenführer bestimmt in einem funktionierenden Markt langfristig das Preisniveau. Und deswegen kommt für private Vermieter in der Regel nicht sehr viel dabei raus. Also ich sage jetzt nicht, dass sie alle Geld verlieren, aber die tollen Investments sind es nicht. Wissenschaftliche Zahlen dazu und Untersuchungen gibt es kaum. Ein Berliner Wirtschaftsforschungsinstitut hat mal vor ein paar Jahren eine Untersuchung zu solchen Objekten, wie ich sie gerade beschrieben habe, also das Vermietungsobjekt des privaten Kleinvermieters, angestellt. Und die Zahlen, diese Studie habe ich auch in dem Buch zitiert, die Zahlen waren also bitterlich enttäuschend. Mag sich jetzt vielleicht für die letzten 3-4 Jahre seit dem Immobilienboom in Deutschland etwas gebessert haben, aber generell sieht es da nicht so toll aus. Ich denke, nur derjenige sollte in Vermietungsobjekte investieren, der ein Immobilienunternehmer ist, der das aus gewerblichen Gründen professionell als Hauptberuf tut und nicht nur ein Objekt, eine Wohnung kauft, sondern mindestens 20, 30. So. Was die Selbstnutzung anbelangt, das andere Thema, das ist zu 50% oder mehr oder vielleicht sogar zu 70% sowieso eine Lifestyle-Entscheidung. Ja. Also, wie wenn Sie sich jetzt meinetwegen, keine Ahnung, einen alten Opel Manta kaufen, Liebhaberobjekt, mit dem können Sie auch von A nach B fahren, genauso wie mit dem alten oder mit Ihrem gebrauchten neuen Jahreswagen Polo, VW Polo, ne? Eher ein triviales Auto, aber dieser Lifestyle-Aspekt bei der selbstgenutzten Wohnung, der ist ungeheuer wichtig und wenn Menschen halt in ihren eigenen vier Wänden leben wollen, dann sollten sie das primär tun aus Lifestyle-Gründen. Wirtschaftlich gesehen, da gibt es unheimlich viele Zahlen in dem Buch, sah es in den letzten knapp 50 Jahren nicht so toll aus für Selbstnutzer. Also im Durchschnitt war Selbstnutzen, ob jetzt, ja gut, Entschuldigung, ich muss sagen, die historischen Zahlen gibt es nur für Wohnungen, aber es gibt keinen Grund anzunehmen, dass das bei Häusern, Doppelhaushälften, Reihenhäusern oder freistehenden Einfamilienhäusern anders wäre. Im Gegenteil, es ist stets zu vermuten, dass es da noch schlechter aussieht. Also in den meisten Zeitfenstern in den letzten 50 Jahren war Mieten weniger profitabel als Kaufen. Man muss nur richtig rechnen und richtig vergleichen. Auch wenn Oma und Opa das Gegenteil sagen seit 150 Jahren und auch wenn solche Sprüche kursieren wie Miete zahlen, ist Geld zum Fenster rauswerfen oder ähnlichen Nonsens. Und solche Untersuchungen gibt es auch für andere Länder, die nicht ich angestellt habe, sondern Immobilienökonomen. Und in den meisten dieser Studien ist das Ergebnis, dass in der Mehrzahl der Szenarien, ne, der Zeitfenster oder der anderweitig abgewandelten Szenarien Mieten rentabler war als Kaufen. Und das schließt noch nicht mal zum Schluss die sogenannten Real Options ein. Ne? Wenn ich Mieter bin, bin ich räumlich viel, viel mobiler. Ich kann also, wenn mir jemand den Traumjob offeriert, 50% mehr Gehalt, aber das ist 500 Kilometer weiter weg am anderen Ende der Republik, das kann ich als Mieter natürlich leichter wahrnehmen. Und das sind keine absurden, abstrakten Beispiele oder unrealistischen Beispiele, also mit 50% vielleicht. Aber dass jemand eine wirtschaftliche Upside aus der Annahme einer Stelle, vielleicht war er vorher arbeitslos oder kriegt jetzt eine Gehaltserhöhung, hat, aber eben nicht vor Ort, das kommt regelmäßig vor. Und diese Upside kann ich halt viel leichter nutzen, wenn ich Mieter bin. Es ist halt so, dass Immobilienbesitzer, der Name Immobilie sagt es schon, deutet es an, tendenziell deutlich immobiler sind, vor allem wenn sie noch diesen Kredit mit sich rumschleppen. Und all diese Dinge sind in diesen typischen Kaufen- oder Mietenverrechnungen, die ich angestellt habe, noch nicht mal mit drin, weil da natürlich solche Dinge keine Rolle spielen. Sie unterstellen da wirklich, Mieter und Eigentümer leben in der gleichen Immobilie, also sozusagen in der linken und der rechten Doppelhaushälfte und große Immobilie und so weiter. Der eine kauft sie halt und der andere mietet sie und
tut sein Eigenkapital dann halt in ein zum Beispiel Weltportfolio. Jetzt habe ich noch mal eine letzte Frage. Und zwar, bevor wir zum World Shuffle kommen. Sie haben eingangs gesagt, das Buch Souverän investieren haben Sie auch geschrieben, um sich selber mit dem Thema investieren ja so ein bisschen vertrauter zu machen, ein bisschen mehr zu lernen. Warum haben Sie denn das Buch Kaufen oder Mieten geschrieben, wenn Sie auch schon sehr fokussiert auf das Thema Mieten sind, beziehungsweise auch Lifestyle-Entscheidung für jetzt eine eigene Immobilie ohne Rendite-Aspekt? In den ganzen Gesprächen, die ich in den letzten 20 Jahren mit Freunden und neuerdings eben auch Mandanten hatte zu Kapitalmarktanlagen, zum Beispiel passiven Anlagen, tauchte immer irgendwann, und zwar meistens recht früh, das Thema Immobilien auf. Mhm. Und in Großbritannien ist der Immobilienwahn noch schlimmer als in Deutschland, also kann man sich hierzulande kaum vorstellen. Ist eigentlich in jedem Land so. Mhm. Also ist ein eigenes Heim, Glück allein und so weiter, ist keine typisch deutsche Geschichte, sondern es ist eine weltweite Sache. Ja. Und es ist ja wirklich so, dass Menschen, die Altersvorsorge und Vermögensbildung betreiben wollen, grundsätzlich vor der Wahl stehen, tue ich das jetzt über sozusagen Kapitalmarktanlagen oder Finanzanlagen oder tue ich das über Immobilien. Ne? Wir heißen halt nicht alle Bill Gates, der beides tun kann. Ja. Und deswegen, weil dieses Thema immer wieder kam und dann ich zu Anfangs sagen musste, ja gut, ich verstehe was von Kapitalmarktanlagen, aber letzten Endes weiß ich jetzt nicht wirklich Bescheid über Immobilien oder kann da nicht wirklich mitreden. Wenn du das machen willst, dann mach's halt, aber rede mit mir halt über Kapitalmarktanlagen. Und aus dieser damals für mich unbefriedigenden Situation heraus habe ich mich dann selbst damit beschäftigt, auch natürlich, weil letztlich meine ganze Familie, Bruder, Schwester, Vater, Mutter, Oma, Opa, Onkel, Tante, alle im Eigenheim leben. Und das hat mich auch persönlich interessiert. Und ich denke, diese Themen oder die Assetklassen Immobilien und auf der einen Seite Direktanlagen in Immobilien und auf der anderen Seite Kapitalmarktanlagen kann man nicht völlig trennen. Also Sie können es nicht in Ihrem Blog. Ja. Ich finde auch, ein Finanzberater kann es nicht vollständig trennen. Das war so ein bisschen die Motivation. Mhm. Okay. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Finanzrocker World Shuffle. Das heißt, ich nenne Ihnen jetzt einfach ein paar Begriffe und Sie sagen mir einfach, was Ihnen dazu einfällt. Es kann ein bisschen kürzer sein, kann ein bisschen länger sein, wie Sie möchten. Und beginnen möchte ich mit dem Begriff München. Das fällt mir zu München ein. Also Immobilienboom, schöne Stadt, angeblich sehr viele wohlhabende Leute. Ne? Ist natürlich auch mein Standort München. Mir san mir sozusagen, ne? München. Also die Münchner sehr selbstbewusst, manchmal ein bisschen zu selbstbewusst. Es gibt auch noch andere schöne Städte, zum Beispiel Hamburg. Andere Städte, die viel hipper sind, zum Beispiel Berlin. Ja. Also in München kann man gut leben, aber es ist auch anderswo schön. Okay. Der zweite Begriff ist Robo-Advisor. Robo-Advisor sind grundsätzlich eine gute Sache. Gut deswegen, weil sie eine willkommene Ergänzung zu der leider nicht besonders toll entwickelten Finanzberatungs- und Vermögensverwaltungsindustrie in Deutschland sind. In Deutschland gibt es viel zu viel, also die ganze Finanzberatung, Vermögensverwaltung in Deutschland ist viel zu bankenlastig. Mhm. Punkt 1, Punkt 2, sie ist viel zu kommissions- und provisions- und damit interessenkonfliktlastig. Und Robo-Advisor sind ein willkommener Typus von Finanzberater, Vermögensverwalter, die diese verkrusteten, altmodischen, veralteten Strukturen auflockern und aufreißen. Sie bewirken keine Wunder und niemand wollte solche von ihnen erwarten. Sie müssen sich auch an Kriterien messen lassen. Sie sind im Allgemeinen immer noch zu teuer, aber teuer ist relativ. Ich denke, die meisten Privatanleger wären in der Wahl zwischen einem traditionellen Finanzberater innerhalb einer Bank oder außerhalb einer Bank auf der einen Seite und einem Robo-Advisor auf der anderen Seite mit dem Robo-Advisor besser bedient. Was halten Sie denn von ja so praktisch Robo-Advisor ohne Verwaltung, also sowas wie der Arero oder jetzt der Vermögensstrategie-ETF, wo ich ja so ein Korb an
einzelnen Assets habe. Ist es sinnvoller als eine Robotweise allein aus Kostenaspekten? Robotweise sind das, was Sie gerade geschrieben haben, also sozusagen Arero mit der ganzen zusätzlichen Logistik und Infrastruktur drumherum. Mein Depot wird eröffnet. Ich kriege eine zugegebenermaßen sehr standardisierte Beratung. Ne? Ja. Meine Risikotragfähigkeit wird gemessen und so weiter. Also wer den One-Stop-Shop haben möchte, wer es bequem haben möchte, wer eben nicht zutraut, selbst Entscheidungen zu treffen. Also Arero wäre jetzt keine so große Entscheidung, weil das Produkt ja schon von vornherein sehr simpel konstruiert wurde und gerade eben für einfache Konstellationen geschaffen wurde, denke ich. Aber es ist trotzdem noch eine Entscheidung. Ich muss selber das Produkt finden, ich muss mich selber positiv dafür entscheiden, ich muss mental eine Menge Dinge alleine machen, wenn wir so wollen. Und beim Robotweise werde ich halt an die Hand genommen. Mhm. Also insofern ist Robotweise letztlich die Frage, zahle ich ein bisschen mehr dafür, dass mich jemand an die Hand nimmt. Das Schöne an Robotweisern ist, dass sie weit weniger Interessenskonflikt behaftet sind als die traditionellen Player, die ich schon mehrfach angesprochen habe. Und das ist ihr allergrößter Vorteil aus meiner Sicht. Also sie sind jetzt nicht mit einem ETF-Provider zum Beispiel verheiratet. Sie machen überwiegend sowieso gar keine teuren, aktiv gemanagten Fonds. Und sie sind nach meinem Wissen, ich kann das allerdings nicht garantieren für alle, nehmen sie keine Provisionen oder Kommissionen oder sowas von irgendeinem Finanzprodukthersteller, also eine Kapitalverwaltungsgesellschaft, eine ETF-Gesellschaft und so weiter. Und das ist alles gut. Das finde ich viel, viel besser als eben bei traditionellen Beratern, wo aus meiner Sicht diese Pest, schlimmer kann man es nicht mehr ausdrücken, der Interessenskonflikte einfach allgegenwärtig ist. Ne? Und das muss einfach mal abgestellt werden. Schön wäre es, wenn es die Aufsicht täte, wenn es der Gesetzgeber täte. Das wird aber nicht so schnell kommen. Und jetzt gibt es eine neue Sparte von Beratern, den Robo-Advisern, die tun das. Und das ist grundsätzlich gut. Aber sie sind natürlich noch immer nicht perfekt und sie sind vielleicht auch noch tendenziell ein bisschen zu teuer. Okay, dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist London. London ist die beste Stadt in Europa. Mhm. Also ich habe unheimlich gerne da gelebt und gehe natürlich auch oft noch zurück. Also als ich aus London zurückkam im Januar dieses Jahres nach München, da hatte ich wirklich, und das ist kein Witz, das Gefühl, ich ziehe aufs Land. Hier in Dorf. Okay. Ich hätte nur nicht mal gesagt Kleinstadtdorf. Also in London geht wirklich die Post ab im Vergleich zu München. Und diese teilweise Gehässigkeit über Großbritannien seit dieser Brexit-Geschichte, der Brexit hat ja noch nicht stattgefunden, finde ich völlig ungerechtfertigt. Ich denke, es wird sowieso 5 bis 10 Jahre dauern, bevor man da wirklich sagen kann, wer profitiert hat und wer nicht profitiert hat oder bis man das einigermaßen sinnvoll evaluieren kann. Und in der Zwischenzeit sollten einfach viele von uns, schließt auch einige Briten ein, besser den Mund darüber halten und sagen, ja, wir wissen es nicht. Na, wie ist das jetzt gut oder schlecht? Wie kommt es? Wird es vorteilhaft? Wird es negativ sein? Und wird es die Katastrophe sein oder wird es nicht die Katastrophe sein? Da wäre ein bisschen mehr Zurückhaltung von vielen Mitbürgern sehr angebracht aus meiner Sicht. Und sozusagen. Okay, jetzt würde mich aber interessieren, was ist denn für Sie die schönste Stadt der Welt, wenn London das in Europa ist? In Europa kenne ich mich so ein bisschen aus, aber auf der Welt, da habe ich einfach nicht genug gesehen, um das mit einem im Brustton der Überzeugung zu sagen. Ich habe ein paar Jahre in Südafrika gelebt und Kapstadt ist eine genial schöne Stadt. Also die taucht auch, weiß das noch, aus Büchern und irgendwelchen Magazinen regelmäßig in irgendwelchen Rankings, die unter den 10 schönsten Städten der Welt oder spektakulärsten Städten der Welt auf. Aus meiner Sicht gehört sie tatsächlich dahin. San Francisco ist toll, kenne ich so ein bisschen. Ich kenne mich ganz schlecht aus in Asien. Also insofern habe ich leider nur eine sehr begrenzte empirische Erfahrung. Okay, dann vertiefen wir das jetzt nicht. Ich habe noch 2 Begriffe für Sie. Der nächste ist Cost-Average-Effekt. Cost-Average-Effekt ist Mumpitz, den gibt's nicht. Okay. Hab dazu auch mal was geschrieben, kann man bei mir auf der Website
herunterladen. Ich glaube, Sie haben auch vielleicht mal ein bisschen darüber berichtet. Ja. Also im rein technischen Sinne, wenn ich dieses Wort Cost Average, also Durchschnittskosteneffekt auf Deutsch, im rein mechanistisch-technischen Sinne interpretiere, ja, dann gibt es ihn. Mhm. Aber wenn ich, das ist aber nicht die relevante Ebene der Interpretation, wenn ich unter Cost Average Effekt oder Cost Averaging Effekt verstehe, dass da irgendein systematischer Vorteil in Bezug auf Rendite oder Risiko dabei entsteht, dann gibt es ihn nicht. Mhm. Und das ist eins von den vielen Armutszeugnissen für die etablierte Finanzbranche, dass sie diesen Quatsch seit buchstäblich 30 Jahren in jedem Jahr hundertfach wiederholt und neu verbreitet. Wenn ein Berater, Finanzberater oder Wirtschaftsjournalist schreibt oder sagt, sparen Sie regelmäßig, weil es den Cost-Average-Effekt gibt, dann ist für mich die Schlussfolgerung, dieser Mensch ist inkompetent. Dann sollten Sie besser keinen weiteren Rat von ihm annehmen. Regelmäßig sparen, gleichbleibende Beträge sparen, diszipliniert sparen auf lange Sicht ist selbstverständlich eine gute Sache und ich kann nur jeden ermuntern, das zu tun, am besten 50 Jahre lang, aber nicht, weil es den Cost-Average-Effekt gibt. Okay, das war jetzt eine klare Ansage, aber das war mir jetzt auch kein Geheimnis, weil das haben Sie ja schon des Öfteren gesagt, dass der Mumpitz ist, aber jetzt war es sehr deutlich. Kommen wir zum letzten Begriff und das ist Glück. Glück, ja, das ist auch das ist wirklich ein tolles Stichwort. Ich habe es schon seit Jahren vor, mal ein Buch über Zufall und Finanzprognosen zu schreiben und Glück ist ja der positive Zufall. Ne? Also wenn man Glück, im Deutschen gibt es leider nicht die Unterscheidung bei der Bezeichnung Luck und Happiness, die es im Englischen gibt. Mhm. Glück im Sinne von Lebensglück versus Glück haben, weil man im Lotto gewonnen hat oder tolle Partnerin kennengelernt hat oder ja auch immer einen tollen Job gefunden hat. Also letzten Endes spielt Zufall und Glück haben im Leben eine ungeheuer große Rolle und das schließt das Investieren selbstverständlich mit ein, sogar ganz besonders mit ein. Mhm. Also es gibt unheimlich viele Dinge in unserem Leben, die letztlich außerhalb unserer direkten Kontrolle liegen. Und ich meine das nicht religiös, wohlgemerkt. Also ich meine jetzt nicht, dass der Herrgott da oben für uns die Dinge regelt, sondern einfach denken Sie ans Investieren. Ne? Random Walk, Aktienkurse folgen kurzfristig einem Zufallslauf, sind nicht prognostizierbar. Und das gilt für viele Dinge im Leben. Ne? Sie haben alle möglichen Gelegenheiten, positive und negative, vorteilhafte und nachteilige, die einfach geschehen und die haben nichts dazu getan. Ja. Wichtige ist, Sie und ich, Herr Kort, sind in einem sehr reichen Land geboren. Mhm. Das Glück haben die Mehrzahl, die deutliche Mehrheit der Menschheit nicht. Sie sind gesund geboren, nicht, sagen wir mit einer schweren Behinderung, auch nicht. Und das ist auch schon mal ein Riesenglück, für das Sie dankbar sein sollten und dass Sie nicht bewusst durch Leistung oder irgendwie Ihr eigenes Zutun bewirkt haben. Ne? Und wenn wir uns das alles vorstellen, wären wir so ein bisschen auf der einen Seite ein bisschen demütig und vielleicht auch ein bisschen realistisch. Aber ich meine das jetzt gar nicht so sehr philosophisch, sondern wir sollten einfach anerkennen, dass es viele, viele Dinge gibt im Leben, die wir nicht unter voller Kontrolle haben und dementsprechend unser Leben führen und nicht uns vorgaukeln, dass wir alles kontrollieren, alles Positive, was uns widerfahren ist, das haben wir selber bewirkt, alles Negative, das war entweder Zufall oder irgendeiner, der es böse mit uns gemeint hat. Und mit der Einstellung kommen Sie im Leben letztlich weniger weit als mit der Einstellung, dass es gibt so eine Sphäre, die ich beeinflussen kann. Und es gibt eine erstaunlich große Sphäre, die ich nicht beeinflussen kann. Mhm. Ja, das war doch ein schönes Schlusswort. Komm, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie in meinem Podcast zu Gast waren. War das jetzt eigentlich Ihre Podcast-Premiere? Nee, ich hatte schon ein oder zwei andere Podcasts. Okay. Ja, ich bin sehr gespannt, wie er ankommen wird. Ich denke, sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass da die Hörer auch noch den einen oder anderen Punkt
mitnehmen, den Sie noch nicht gehört haben. Und ja, vielen Dank für Ihre Expertise. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Kort. Hat unheimlich Spaß gemacht. Ich möchte mich noch ein kleines bisschen entschuldigen für meine schlechte Rhetorik. Ich bin kein großer Redner, aber einigermaßen ein bisschen was rübergekommen. Ja, das auf jeden Fall. Haben Sie vielen Dank. Ja, soweit das Interview mit Dr. Gerd Kommer. Ich glaube, es war sehr interessant, da auch mal so ein paar andere Aspekte zu hören, die nicht in seinen Büchern stehen. Und es hat mir riesen Spaß gemacht, dieses Interview mit Gerd Kommer zu führen. Ja, du hast gemerkt, die Soundqualität war nicht die beste. Das lag daran, dass wir fast eine halbe Stunde gebraucht haben, um eine funktionierende Verbindung herzustellen. Und am Ende war es sehr leise und auch ein bisschen rauschig. Wir haben es jetzt zwar nachbearbeitet, aber ja, ist halt nicht die super Qualität, wie ich sie sonst versuche zu erreichen. Aber ich glaube, wir haben das Beste draus gemacht. So, bevor wir diese Podcast-Episode beenden, habe ich noch ein paar Bewertungen für dich und beginnen möchte ich mit Ritter 5678 und er schreibt: Mein erster Podcast zum Thema Finanzen. Seit mittlerweile 2 Jahren macht dieser Podcast mir Mut, mich mit dem Thema zu befassen. Die Vielfalt an Gästen ist die klare Stärke hier, um sich dem Thema zu nähern. Es sollte für fast jeden Anregungen für die eigene Finanzbildung dabei sein. Es gibt viele Querverweise und Literaturtipps. Daniel, danke. Ein Wahnsinnsmehrwert. Eine Frage noch, warum gibt es so wenig Rocker unter den finanziell Gebildeten? Das Wordshuffle lässt das zumindest vermuten. Ja, Ritter, erstmal ein herzliches Dankeschön für die Bewertung. Und ja, mit dem Thema Rockmusik und Finanzen, da bin ich relativ allein auf weiter Flur. Ich glaube, das sind maximal 10%, die bisher Rockmusik gehört haben. Aber gut, damit muss ich dann halt leben. Und ja, bei Gerd Kommer habe ich die Frage gar nicht gestellt, weil da war mir eigentlich von vornherein klar, dass Gerd Kommer auch nicht so der Rockmusiker ist. So schätze ich ihn zumindest ein. Und deswegen habe ich gleich andere Begriffe genommen, wo ich gedacht habe, da kommt noch ein bisschen Mehrwert dabei rüber. Ja, dann habe ich noch Enjoy It Sven. Er schreibt erstklassig Danke. Ich danke dir für die Bewertung. Und George Kastanka. Er schreibt super Podcast für alle, die sich finanziell weiterbilden wollen. Der Podcast ist mit viel Liebe gemacht und äußerst informativ. Mir gefallen die Themen rund um die persönliche finanzielle Bildung. Die Stärke liegt aber darin, dass es auch spannende Themen gibt, die im Dunstkreis der finanziellen Bildung liegen. Durch und durch gelungen, weiter so. Ja, George, vielen Dank für deine Bewertung und es freut mich, dass dir das so gut gefällt und vor allen Dingen auch die Blicke über den Tellerrand. So, die letzte Bewertung für heute kommt von Der Dramastisch. Das ist ja auch ein heißer Name. Er schreibt lehrreich und informativ. Super Podcast über den Bereich Finanzen. Sehr lehrreich und informativ, habe dadurch angefangen, an der Börse anzulegen. Ja, so soll es auch sein. Ich danke dir herzlich für die Bewertung. Und ja, damit sind wir am Ende. Ich habe dieses Jahr noch einen Podcast und der hat auch eng mit der heutigen Folge etwas zu tun. Worum es genau geht, das erfährst du dann in 2 Wochen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, mach die Weihnachtsmärkte unsicher und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dann, ciao.